Hallo Freunde und herzlich willkommen zurück zu Might and Magic Teil 7. Ich freue mich, dass ihr wieder mit dabei seid. So, ich habe unser Inventar leer gemacht, habe alles verkauft. Was Nützliches war für uns jedenfalls nichts dabei. Ich glaube, ein Ring plus Resistenz 2 irgendwas, aber das war es dann eigentlich auch schon. Also wirklich nicht sonderlich viel. Ich hätte gesagt, wenn wir jetzt schon hier sind, gehen wir auch mal uns ausbilden. Gut gemacht. Ich glaube, es müssten alle eigentlich auf Stufe 15 sein. Sehr schön. So. Ja, würde ich gerne das Ding behalten, weil dich würde ich ganz gerne auf Dings gehen. Körpermagie. Zumindest auf 4, damit wir da ein bisschen besser heilen können. Ansonsten muss ich mir noch überlegen, wie wir da weitergehen. Bei dir, du kommst auf Entschärfen, Stufe 7. Und dann würde ich mal versuchen, auf Meister zu kommen. Fähigkeit, Wahrscheinlichkeit, dreifachen Schaden anzurichten. Das ist ja eigentlich schon gar nicht so schlecht. Da müssen wir ja auch nur auf 7 kommen. So, bei dir, das wollte ich auch lassen, weil da würde ich ganz gerne... Nee, warte mal. Wir gehen auf jeden Fall auf Körpermagie 7. Dann können wir nämlich sogar schon Meister werden. Mit Einzug. Die restlichen würde ich aufheben, um versuchen, hier die restlichen 2 Magie, Seelenmagie und Geistmagie auf Experte zu bringen. Und bei dir, Meditation, könnten wir versuchen, auch auf 7 zu bringen, auf Meister. Dass wir Meditation da hingehen. Das wäre natürlich auch nicht schlecht, Monsterkunde. Dann sehen wir, welche sauber die Monster sprechen können, aber ich glaube, Meditation ist wahrscheinlich jetzt erst einmal gar nicht mal so schlecht. So, dann sind wir hier fertig. Wieder ein bisschen besser geworden. Boah, ich dachte, jetzt stürzt das Spiel wieder ab. Boah, das wäre ja, das wäre übel gewesen. So, wir holen uns die 2 Kugeln noch. Und dann ist die Frage, hier runtergehen, in dieses Ding mal reingehen und probieren, was Sache ist. Oder hier rübergehen. Da haben wir auch noch eine Schatzkiste, die noch zum Knacken ist. Ich hätte vorgeschlagen, wir versuchen jetzt das hier zu machen. Wenn wir das geschafft haben oder auch... aufgegeben haben, gehen wir mal hier rüber, versuchen die Schatzkiste. Mit Wasserlauf gehen wir hier rüber, erledigen das Teil hier und gehen anschließend hierher, holen uns das am besten von hier unten. In der Hoffnung, dass dieser Obsidian-Gargoyle, den wir noch nicht besiegen können, noch nicht triggert. Und danach, ja, wenn wir damit alles fertig sind, geht es zurück nach Harmondale. Da geht es ja mit der Hauptquest weiter. Da will ich ja auch endlich mal wissen, wie es mit unserem Schloss weitergegangen ist. Ob es repariert ist oder ob ich das jetzt die Möglichkeit habe, es irgendwie zu reparieren. Und was da passiert ist die ganze Zeit. Ich meine, es muss ja irgendwie was passiert sein. Haben wir ja schon gehört, dass da irgendwie was... Ich meine, es muss ja da weitergehen, Hauptquest-technisch. Und Hauptquest-technisch haben wir im Moment nichts. Ich würde sagen, das ist auf jeden Fall ein guter Weg. In Harmondale können wir dann auch endlich die... Seelenmagie für unseren Kleriker und die Geistmagie für unseren Kleriker und die Körpermagie für unseren Paladin lernen. Wir können Fallen entschärfen, glaube ich, auf Meister gehen. Wenn ich mich jetzt nicht ganz total täusche, müsste der da zu finden sein. Und 6. Sinn können wir auf Experte werden. Also wir kommen auf jeden Fall, wenn wir in Harmondale sind, kommen wir auf jeden Fall um einiges weiter. Oh, haben wir den da schon gelootet? Ja, Hammer. Alles klar. So, jetzt wollen wir mal da reingehen. Kann sein, dass das jetzt etwas heftiger wird. Die Hügelgräber waren ja lange, aber einfach. Das Geisterhaus könnte halt jetzt, nicht so toll werden. Aber deswegen habe ich ja... Habe ich gespeichert? Ich habe gespeichert. Diese alte Bruchbude, einst ein stattliches Landhaus, ist schon lange von den ursprünglichen Besitzern verlassen. Die derzeitigen Bewohner scheinen sich nicht besonders um das Haus zu kümmern. Mal sehen, ob wir gleich wieder rausrennen. Ist das auch wirklich sicher?
Nee, nicht weg. Boah. Schatten. Eigentlich relativ einfach sollte das sein. Das hat aber nicht wirklich viel gebracht. Ich hoffe, die machen halt nicht wieder so große Lähmung oder so irgendwas. Und mir fällt dabei ein, wir sollten hier eigentlich auch noch das hier zaubern. Ich sehe zwar im Moment überhaupt nichts, aber okay, das wird jetzt gleich verbessert. Ja, so sieht es doch schon um einiges besser aus. Ja, ein heißer Empfang. Aber gelähmt ist keiner. 26, 28, 22, ja. Müsste eigentlich alles noch passen. Ja, die müssen da unten drin sein. Hä? Ja, die sind da hinten. Okay. Ein blöder Geist. Wow. Nee. So haben wir nicht gewettet. Vielleicht bleiben wir doch erstmal oben. Unholde. Okay, den haben wir auch gleich. Ja, hier sollte man definitiv immer mal schauen. Wegen dem Alter. Alles gut soweit. Wow, da kommen die nächsten. Ja, hier scheinen keine mehr zu sein. Okay, sehr schön. Da ist nichts, was uns interessiert. Da haben wir was gekriegt. Aha. Noch was? Ja, wahrscheinlich solltest auch du das machen, oder? Okay, so, direkt neben, über uns haben wir noch einen. Ist da hier eine Geheimwand? Ja, dann ist es, geht's vielleicht irgendwo anders lang. Okay. Alles klar, soweit. Wir öffnen jetzt nur eine Tür. Ja, super. Nur ein Kratzer. Bewusstlos. Aber nicht gealtert, oder? Nee, weiterhin bei 28. So. Ja, bisher funktioniert es eigentlich noch ganz gut. Uah! Ihr könnt euch doch nicht so einfach von hinten anschleichen. Also, echt? Schleichen die sich einfach so von hinten ran?
Okay. Alles klar. Hier haben wir sonst nichts. Na doch. Hört man kaum. Autsch. Aber ich muss auch zugeben, hier hat das der Falsche aufgemacht. Nichts Besonderes. Weil, nichts Besonderes. Das hätte Fahler aufmachen sollen. Ja, Fahler macht's auf und was passiert? Ja. Hilfe! So. Okay. Also, jetzt nochmal speichern. Das war scheiße. Oh Mann, oh Mann, oh Mann. Ich bin mich echt am Fragen. Bin mich echt am Fragen, ob ich wiederkommen soll, sobald wir Meister im Entschärfen sind. Weil... Schaut euch das doch mal an. Und kaum was, ist auch kaum was Gescheites drin. Nee, also das Zeug kriegen wir nicht auf. Leute... Das kriegt man nicht auf. Das ist echt übel. Die Frage ist... Sollen wir vielleicht erstmal nach Hammondale gehen und schauen, was passiert und uns das ganze andere Zeug holen? Dann sind wir auch gegen Lähmung und so weiter vielleicht ein bisschen sicherer. Weil wir einen Zauber haben dafür. Zumindest wenn nicht unser Kleriker gelähmt ist. Ich glaube, das wäre vielleicht gar keine so schlechte Idee, oder? Dann hätten wir vielleicht auch hier keine so großen Probleme mit den Dingern hier aufzumachen. Andererseits, wenn wir das halt hier alles hinkriegen würden, dann könnten wir nach Hammondale gehen, von Hammondale nach Erazia und dann gleich diese Quest abgeben. Dann müssten wir nicht nochmal hierher kommen. Wie viel welcher Tag ist eigentlich? Dienstag. Achso, von hier fährt ja auch gar nichts ab. Das heißt, es ist auf jeden Fall immer 5 Tage. 5 Tage hin und dann wieder 5 Tage zurück. Andererseits könnte ich vielleicht auch... Nee, ich glaube... Ich glaube, Meditation geht erst in Avle zum Steigern. Ah, ich weiß es nicht. Es ist einfach ziemlich blöd alles. Da hört man kaum. So. Ups. Ja, ups. Hoppla. Das war aber wirklich auch ziemlich heftiges Teil. Nichts und das für einen simplen, blöden Helm. Vielleicht sollte ich aber auch einfach das ganze Ding fertig machen, diese Quest. Aber nichts looten. Und dann später nochmal wieder herkommen. Das wäre natürlich auch eine Möglichkeit. So. Wenigstens die Heilung geht eigentlich relativ zügig mittlerweile vonstatten. Gut, dass ich das auf 7 hochgesteigert habe. Wenn wir das jetzt gleich noch auf Experte kriegen würden. Aber ich glaube, das werde ich auch demnächst nochmal probieren. Was heißt demnächst in den nächsten 10 Folgen oder so. Dass wir den einen Wurm vielleicht auch hinkriegen. Hoppla. So. So. Wenigstens leben alle noch.
Beziehungsweise sind dich bewusstlos. So, gut. Alles klar, dann sind wir hier fertig. Dann... So, einer schon erledigt. Weil die Gegner es eigentlich, wenn sie nicht in der Masse kommen. Das... Ach, guckt euch mal die Augen an hier. Das kann man doch bestimmt auch irgendwie benutzen. Nee, kann man nicht benutzen. Ich hätte jetzt gedacht, dahinter ist vielleicht ein, so ein Dings. Wie heißt's? Eine Art Tresor oder sowas. Okay. Jetzt sehen wir mal wieder, wie Fahler absolut versagt. Allerdings war es diesmal gar nicht so heftig. Oh, dafür war viel drin. Schauen wir später an. Das sind... Könnte nützlich sein. Geschick plus 3, das ist auf jeden Fall nicht verkehrt. Fluch entfernen. Ja, okay. Jetzt musst du erstmal wieder ein bisschen hochheilen. Ja, hier wäre so eine Gruppenheilung richtig gut. Aber die haben wir ja leider noch nicht. Weil wir ja auch noch nicht Experte werden können in Körpermagie. Sehr, sehr tragisch das Ganze. So. Jetzt den Lohr noch ein bisschen durchheilen. Damit die Gute nicht durchstirbt. Das wäre blöd. Speichern und... Da hört man kaum. Ups. Ein Rubin. Der sieht gut aus. Teuer. Vielleicht könnte man den auch irgendwann mal gut verzaubern. So. Eigentlich müssten wir jetzt schon wieder rasten hier. Glaube ich, macht. Wir sollten woanders rasten. Vielleicht mache ich das auch. Wir sollten woanders rasten. Naja, wenn es gehen würde, würde ich es natürlich machen. Wir können hier nicht bleiben. Ja, geht's jedenfalls nicht. Lasst uns abhauen. Gut, dann rasten wir mal hier, weil es bringt nichts. Ich will jetzt auch nicht wie die ganze Zeit wieder zurückrennen. Weil das bringt auch nichts. So. Rein mit uns. Dann können wir hier unten mal noch bleiben. Kein Dings? Doch. So. Hier ist sonst nichts mehr. Gut. Das war's schon. Aha. Oh. Ein Porträt. Suchgegenstand. Ein Gemälde eines Engelsbrunnen. Okay. Oh, und ich sehe gerade, kannst du das reparieren? Wie bitte? Ja. Dann sieh halt erstmal den hier an. Was soll das denn? Aber den kannst du reparieren. Wieder ganz. Okay, der Rest sieht gut aus. Also. Und das andere Porträt konnte man aber nicht mitnehmen. Das habe ich ja angeklickt gehabt. Vernichtet alle Untoten. Okay, alle Untote hier vernichten. Alles klar. Ich glaube, 3 Gemälde waren das, oder? Ja, findet die 3 Gemälde und bringt sie zu Ferdinand Vasconci in Tartaglia. Eins hätten wir jetzt schon. Die Frage ist, wo sind dann die anderen? Sind die vielleicht auch noch irgendwo hier in diesem Gebäude? Ja, ups. Könnte nützlich sein. Ah, ein Schild. Der sieht gar nicht mal so schlecht aus. Ist denn das hier eine Krone? Könnte nützlich sein. Waffenmeister plus 3. Ja, aber... ja. Dafür halt kein Dings. Könnte nützlich sein.
Dafür halt dann kein, keine Rüstung oder sowas. So, jetzt noch Sinaloa ein bisschen heilen. Ja, ich bin echt froh, wenn wir dann Fallen entschärfen auf Meister sind. Da ist echt die Überlegung, ob wir das vielleicht sogar auf Großmeister bringen sollten. Ich schaue nochmal ganz kurz hier rüber. Ja, das können wir tatsächlich nicht mitnehmen. Und hier war keins. Okay. Ich war bei den einen einfach noch nicht etwas unsicher. Alles klar, dann können wir noch hier reingehen. Ah ja, hier sind schon mal drei drin. Die sollten aber absolut kein Problem sein. Oh nee, jetzt sind da schon wieder zwei von denen. Okay. Du mit deinen Ups. Das ist nicht lustig. Nein. Ups, mag ich hier absolut nicht. Aber ich würde sagen, das ist der größte Problem, was wir hier in diesem Ding haben, sind tatsächlich die Fallen. Und ich hoffe mal, dass wir, wenn wir... Wenn wir Großmeister sind, sind sie überhaupt kein Problem mehr. Wenn wir Meister sind, sind sie hoffentlich jetzt auch kein so großes Problem mehr. Hoffe ich jedenfalls mal. Aber ansonsten ist das hier eigentlich auch relativ einfach. Also ich glaube, wenn nicht was Großes noch natürlich kommt, könnte es sein, dass wir auch diese Beförderungsquest fertig kriegen. Ups. Ja, jetzt ist auch der kaputt. Hoch. Wieder ganz. Wenigstens den kannst du reparieren. Aber eigentlich wollte ich hier mal, so. Ah, verdammt. Einmal zu schnell drüber geklickt. Haben wir da Schönes? Erhöht den Effekt aller Geisteszauber. Das ist eigentlich gar nicht so schlecht. Kann zwar im Moment noch keiner von uns, aber das wird ja früher oder später auch noch kommen. So, hier ist auch weiterhin kein Gemälde zu sehen. Ja, frage ich mich echt, wo die anderen sind. Vielleicht in Lord Markens Dingern. Wie geht's eigentlich hier weiter? Wir haben... Hä? Also wir haben hier hinten noch Gegner. Ansonsten sehe ich aber hier gerade nichts. Das da war ja oben. Da muss es irgendwo noch eine Geheimtür oder irgend sowas geben. Ah. Wenn, dann wahrscheinlich nicht hier unten. Ah, sehr, sehr seltsam. Es sei denn, manche Sachen findet man ja nur, wenn man Sechster Sinn gesteigert hat. Vielleicht ist das jetzt so eine Sache. Ich habe ja auch gelesen gehabt, oder man hat es mir geschrieben gehabt, dass Sechster Sinn in diesem Spiel ja wichtiger wäre. Und wir haben ja da, wir sind da noch nicht auf Experte, sondern nur, wir können auf Experte werden. Und es könnte durchaus sein, dass wir deswegen hier vielleicht. Es könnte ich mir vorstellen, dass hier eine Geheimtür wäre oder irgendwas zum Aufmachen. Wir es aber noch nicht sehen, weil wir noch keinen sechsten Sinn haben. Wisst ihr was? Dann müssen wir tatsächlich, dann bringt es das alles nicht. Gehen wir frische Luft schnappen. Dann muss ich nach Harmonsdale. Von Harmonsdale können wir dann alles machen, was wir machen wollen. Quest abgeben, vielleicht sogar nochmal lernen.
Meister in Fallen entschärfen werden, sechster Sinn-Experte werden und vielleicht können wir dann hier weiterkommen. Dann müsste man theoretisch nochmal runtergehen. Dann würde ich es aber auch so machen. Dann würde ich hochgehen, das ganze Zeug machen, wieder runtergehen, das fertig machen, sofern das stimmt. Und dann erst das Zeug hier holen. Und dann wieder nach oben gehen und nach... Ja, dann ist die Frage, ob wir zur Bracada-Wüste gehen und von dort reisen oder nach Harmondale gehen und reisen. Weil der nächste Anlauf wäre dann Erazia. Und dann muss ich mal schauen. Und dann würde ich vielleicht auch versuchen mal, ob wir die Quest für die Beförderungsquest für den Magier hinkriegen. Weil, ganz ehrlich gesagt, die nehmen haufenweise Platz weg. Dass wir das weitermachen. Da müsste ich nochmal nachschauen, wo die ganzen Zeug sind. Weil wir wissen ja, dass das wie hier zum Beispiel in so einer Truhe ist. Oder in, wo war es? Deja Moor oder so war was drin. Aber da müsste ich alles nochmal nachsuchen, wo die restlichen Sachen sind. Ich meine, da haben wir den Torso, das weiß ich ja. Das habe ich ja schon nachgeschaut gehabt mal. Dann würde noch fehlen ein Bein und zwei Arme. Also drei Sachen noch würden noch fehlen. Gut. Dann würde ich sagen, machen wir beim nächsten Mal weiter. Ich hoffe mal, dass das mit dem sechsten Sinn, dass das auch so stimmt. Vielleicht schaue ich da auch lieber nochmal nach. Nicht, dass ich da irgendwas total falsch denke. Und ich einfach zu blöd war, den Schalter zu finden. Weil da, wenn es wirklich nur ein Schalter ist und man braucht den sechsten Sinn nicht, dann wäre es ja blöd, nach Norden jetzt zu gehen und es zu lernen. Na gut. Wie dem auch sei. Macht's gut. Bis zur nächsten Folge. Tschüss.